mit Lachen anfangen. Angenommen, ich habe Montag, einen ziemlich schlechten Montag, mir geht's schlecht, ich habe Magendrücken. Siebenundzwanzig. Rot, ungerade. Ich lehre Geschichte, die ich mir selbst erzähle, in meinem Kopf, und dann geht's mir wieder gut. Ja, ja. Die mich ansehen. Die brauchen mich nicht mal gut finden, aber dass sie mich ansehen, gibt mir was von Öffentlichkeit. Weil auf der Straße können die mich blöd angucken. Wenn die jetzt vor dem Computer sitzen und blöd gucken, das sehe ich überhaupt nicht. Ne? Ja, okay. Das war noch eine, ich war fit, ich war ein fitter Turnschuh, ich war flink. Da hätte mir keiner krumm kommen können. Ne? Und jetzt bin ich ja selber eingeschüchtert, wenn mich irgendeiner blöd anmacht. Ich sag mal, dann drehe ich durch. Aber nur innerlich. Ja, deswegen bin ich auch immer nur oben. Manchmal versuche ich, ich rufe einfach Leute an, fremde Leute, und gehe den ganz doll auf den Geist, um zu gucken, ob die wütend werden. Und wenn die wütend werden, dann gucke ich, was mit mir passiert. Ich habe keine Lust mehr. Gut. Ich auch nicht. Ja. Okay.